weitere Geschichte über das Lernen, das praktische Lernen stammt von mir persönlich. Ich wollte nämlich Leben an meine Hauswand bringen, und zwar selbst, um damit Kosten zu sparen. Ich habe mir also als Akademikerin viele Bücher ausgeliehen, Informationen aus dem Internet geholt, bin dann daran gegangen, eine schöne Nebenmischung zu erstellen und an die Wand zu bringen, und ich habe dann festgestellt, der Lehm bleibt nicht an der Wand, er fällt auf den Boden zurück. Und die einzige Lösung, die ich für dieses Dilemma gesehen habe, für dieses Problem gesehen habe, ist, tatsächlich einen praktischen Kurs zu belegen, wie man mit Lehm arbeiten kann. Einen solchen Kurs habe ich im Internet gefunden, und zwar hier, wurde der hier angeboten, am Zentrum für nachhaltiges Bauen in Verden. Das war ein fünftägiger Kurs, der unter Leitung eines erfahrenen Architekten stattgefunden hat und wo wir in kleinen Gruppen gelernt haben, sehr praktisch mit dem Material umzugehen. Unser Kursleiter nannte das mit den Händen sehen, mit den Händen begreifen, was eigentlich dieses Material im Leben ausmacht. Wichtig war neben dem Lernen aus vorherigen Misserfolgen, die uns der Kursleiter erzählt hat, dass man ein Gefühl für die Konsistenz des Lebens bekommen hat. Das war zum Beispiel möglich durch Metaphern wie Kartoffelpüree. Also ein Lehmputz, den man an die Wand bringt, soll die Konsistenz von Kartoffelpüree haben. Nun kann aber nur jemand, der das wirklich schon einmal gemacht hat, genau definieren, was für ein Kartoffelpüree das ist, das man dann später an die Wand bringt. Meine ursprüngliche Überlegung, das Wissen, das ich gewinne, mit anderen zu teilen, zum Beispiel durch Fotos oder Videos oder indem ich einen Blog schreibe, wurde dadurch konterkariert, dass ich immer das Gefühl hatte, alles, was ich weiß, weiß ich, weil ich den Leben in der Hand gehabt habe und nicht durch irgendwelche beschreibbaren Begriffe.